Am 23. Jänner 1977, gegen 16 Uhr Ortszeit, explodierte auf der Position 8,4949 Grad Nord, 70,2674 Grad Ost eine Bombe, deren Detonation noch 20 Jahre später 6500 Kilometer entfernt zu hören war und ein politisches System ins Wanken bringen sollte. Eine Lehre aus dem Untergang der Ersten Republik war das Rote und Schwarze, wollte man einen stabilen und prosperierenden Staat schaffen, sich nicht erneut in Grabenkämpfen verschanzen durften. Was damit allerdings wohl kaum gemeint sein konnte, war die Aufteilung des Landes in rote und schwarze Einflusssphären, die sich mehr oder minder einer öffentlichen Kontrolle entzogen. Da das zwar alles so nie gemeint, aber durchaus gelebt wurde, verkam das Land, dem Erdteil inmitten liegend und heiß umstritten, Heimat großer Töchter, Söhne und begnadet für das Schöne, in den 70er und 80er Jahren zu einem Staat, in dem Wirtschaft, Justiz, Parlament, Parteien und Regierung im Grunde eins waren. Wundern Sie sich also nicht, sondern staunen Sie mit mir über ein Paradebeispiel für diese Behauptung. Namen und Funktionen spielen in der nachfolgenden Posse, die sechs Menschen das Leben und etliche ihre Karriere kosten wird, eine wichtige Rolle. Um dem Irrsinn folgen zu können, gerne hier die wesentlichen Mitspieler. ...1934 in Rostock geboren, bis 1945 Schüler der Bischofshofener Napola, anschließend landwirtschaftliche Ausbildung, Studium an der Kunstgewerbeschule in Salzburg und Art Director einer österreichischen Firma für Kunststoffprodukte. Erwirbt das Wiener Traditionscaféhaus Demel praktisch ohne selbst einen Groschen zu investieren. Zu seinen Freunden zählen unter anderem Bruno Kreisky, Bundeskanzler, Niki Lauda, Rennfahrer, André Heller, Entertainer und Friedrich Hundertwasser, Künstler. LKW-Verkäufer für das gleichnamige Autohaus und ja, tatsächlich direkter Nachkomme von Gottlieb Daimler. Befreundet seit Kindertagen mit Ernst Hinterseher und Toni Seiler, den er bei jeder Gelegenheit Karriere-Skibrillen umhängt, um so für Brocks Dienstgeber Werbung zu machen. Unterrichtsminister, einer der beliebtesten Bürgermeister der Stadt Wien, Nationalratspräsident und wegen Falschaussage verurteilt. Mit Herrn Udo eng befreundet und dessen Haupteinfallstor in die Sozialistische Partei Österreichs, SPÖ. Tief gemauert in der Erde steht der Batzalarm. Wo ist das Solarglocken werden? Geh mal heim. Lautet die verkürzte Version von Schillers Die Glocke, welche mein Vater mir zur Bereicherung meines Verständnisses deutscher Lyrik einst beibrachte. Die Umschreibung eines aussichtslosen Unternehmens, das sich tief unter der Erde als ein Haufen Dreck erweist, ist auch auf das Steinkohlebergwerk in Oberhöflein zutreffend. Auf Betreiben der ÖVP, die bei den niederösterreichischen Elektrizitätswerken den Ton angibt, wurde Anfang der 1960er Jahre gegen alle geologischen und ökonomischen Expertisen ein von Anfang an unwirtschaftliches Steinkohlebergwerk errichtet. 1967 ist das Unternehmen gescheitert und mehrere 100 Millionen Schilling im wahrsten Sinne des Wortes versenkt. Einige Jahre schlummert die Industrieruine friedlich vor sich hin, bis Anfang der 1970er ein Unternehmer namens Udo Proksch auf seine Haber bei der ÖVP zugeht und ihnen einen Vorschlag unterbreitet. Wie, wenn man auf dem Gelände der ehemaligen Hohe Wand Steinkohlebergbaugesellschaft MBH eine Fabrik für Brillengestelle eröffnete? Die Aussicht auf Arbeitsplätze verfängt umgehend. Dass der Unternehmensgründer kein Kapital hat, ist zwar schade, aber nicht weiter tragisch. Der Mann hat immerhin Expertise, hatte doch bereits unter dem Pseudonym Serge Kirchhofer eine erfolgreiche Brillenkollektion auf den Markt geworfen, wenn auch als angestellter Designer. Man bringt ihn in Kontakt mit einem Millionenerben, stattet ihn mit einer Kreditbürgschaft des Landes über 20 Millionen Schilling, einem ERP-Fondszuschuss von 7 Millionen und Gemeindetiteln von 4,2 Millionen aus. Um sicherzustellen, dass das von Proksch und seinem Investor gegründete Unternehmen
Optiko-Warenhandelsgesellschaft MbH nicht durch lästige Kosten überstrapaziert wird, verkauft man eben dieser neuen GmbH das Gelände nebst Anlage, letztere als Schrott deklariert und gesondert ausgewiesen, um 3,8 Millionen Schilling. Die weiteren Details des Deals sind atemberaubend, doch dafür fehlt uns hier die Zeit. Wichtig sind vor allem zwei Dinge. Erstens, die Optiko, die kurze Zeit später in Optiko Forschungs- und Vertriebs GmbH umbenannt wird, gehört zu 60% der Zapata AG mit Sitz in der Schweiz. Dort repräsentiert durch einen Herrn namens Dieter Guckbichler, der auf Weisung des Mehrheitsaktionärs niemand anderen als Udo Proksch handelt. Zweitens, in Oberhöflein passiert eine ganze Weile nicht viel, außer dass die hochwertigen Kohleförderungs- und Aufbereitungsanlagen im Laufe des Jahres 1971 unsachgemäß demontiert und damit zu Schrott werden. Dieser Schrott wird im Rahmen eines Scheingeschäfts an einen Italiener verkauft, bleibt aber tatsächlich auf dem Werksgelände. Er schleicht sich Proksch über eine Strohfrau das renommierte Kaffeehaus Demel in Wien. Er schleicht ihn deswegen, weil der Alteigentümer keinesfalls an Proksch verkaufen will und nicht ahnt, dass die als Käufer auftretende Lülac AG Proksch gehört. Die Kaufsumme von 18 Millionen Schilling erhält er als Darlehen der Raiffeisenbank, die über die österreichische Girozentrale Hauptaktionärin der ÖVP-nahen Bundesländerversicherung BVL ist. Dieser sagt Proksch zu, dass er alle bestehenden Policen auf sie umschreiben und zukünftig auch nur noch bei ihr versichern wird. Proksch hat damit erneut ohne eigenes Geld ein Unternehmen in die Finger bekommen. In Österreich regiert zwischenzeitlich die SPÖ mit absoluter Mehrheit und daher baut der Zuckerbäcker nun auch intensiv daran, mit den Sozialisten ins Einvernehmen zu kommen. Mit Begeisterung nimmt er die Idee auf, im Demel einen Herrenclub für SPÖ-Granten zu betreiben. Zur Eröffnung kommen neben Bürgermeister Leopold Graz und Verteidigungsminister Karl Lütgendorf auch der Bundeskanzler Bruno Kreisky. Innerhalb kürzester Zeit geht dort die gesamte sozialistische Elite, Minister, Richter, Staatsanwälte, ein und aus und hat Gelegenheit, Kontakte unter anderem auch zu Waffenhändlern und anderen Gestalten zu knüpfen. An einem der feuchtfröhlichen Abende entsteht die Idee, einen neuen Club zu gründen, KUM. Zivil und Militär. Der Verein soll sich um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Bundesheer kümmern. Dazu wäre es großartig, so Proksch, könnte man ein Museum mit Waffen des Bundesheeres haben, was den Clubmitgliedern außerdem die Möglichkeit gäbe, sich mit Militärgerät ein wenig zu spielen. Der Verteidigungsminister ist umgehend Feuer und Flamme für die Idee, verkauft Proksch zunächst ein, entgegen allen Vorschriften, vollständig einsatzfähiges Jagdflugzeug zum Schrottpreis und verleiht danach 7 weitere Flugzeuge, einen Hubschrauber, 2 Panzer, Panzerabwehrkanonen, Raketenwerfer, Fallschirme, Militärschlauchboote und etliche Jeeps neben Unmengen an Motoren und anderen Gerätschaften an den KUM. Da man das Zeug auch irgendwo hinstellen muss, wird dem Verein kostenfrei der ehemalige Militärflughafen Aspen zur Verfügung gestellt. Hatte ich die Sache mit den auch im Club 45 verkehrenden Waffenhändlern schon erwähnt? Naja, seltsamerweise werden in den nächsten Monaten etliche der Leihgaben gestohlen, tauchen dann aber unter anderem bei der Terrororganisation Polisario und dem ägyptischen Militär wieder auf. Nachdem der Hauptinvestor nochmals mehrere Millionen nachgeschossen hat, nimmt die Optiko in Oberhöflein tatsächlich die Produktion von Brillen auf. Wobei Ende 1973 ein Umsatz von 3 Millionen nun fröhliche 30 Millionen Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Der Laden ist im laufenden Betrieb pleite, während Proksch und der von ihm ernannte Geschäftsführer Hans-Peter Daimler, der gleichzeitig auch als Direktor der Zapata AG auftritt, das Geld mit vollen Händen ausgeben.
Die sichere Insolvenz vor Augen suchen Brocksch und Daimler ein neues Investitionsobjekt und finden es dank der freundlichen Unterstützung der niederösterreichischen ÖVP in Pisting, einem kleinen Ort nahe Wiener Neustadt. Dort muss die Harzproduktion in Pisting GmbH Insolvenz anmelden. Das Unternehmen ist bei der Raiffeisenbank hoch verschuldet, besitzt jedoch eine Vielzahl von Grundstücken, größtenteils landwirtschaftliche Nutzflächen. Kaum ist das Unternehmen pleite und die Raiffeisenbank wenig amüsiert über den bevorstehenden Totalverlust, wird im Rahmen des Raumordnungsneuverfahren dieser Grund in Bauerwartungsland umgewidmet. Das ist natürlich ein Zufall. Die Raiffeisen trägt sofort eine Grundschuld in Höhe von 4,5 Millionen Schilling ein, was einem Großteil der Darlehenssumme entspricht. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 1973 tritt Brocksch an die Gemeinde Pisting heran und unterbreitet einen ungeheuren Vorschlag. Als Eigentümer des Demel will er expandieren und auf dem Gelände eine Marmeladenfabrik richten, mit immensen Exportpotenzialen und dementsprechend vielen Arbeitsplätzen. Eine so pimpfvoll süße Idee, da muss ja was hängen bleiben. Prompt löscht die Raiffeisenbank die eingetragene Grundschuld und das Unternehmen ist schuldenfrei. Dann wird alles am 31. Mai 1974 um 2,3 Millionen an die Demels Söhne GmbH verkauft, wobei der eigentliche Kaufpreis, auf den muss Grunderwerbsteuer bezahlt werden, bei 900.000 Schilling liegt, während die Auslagen für Notarkosten und das ganze Dokumentieren bei 1,4 Millionen liegen. Finanziert wird das Ganze über die Eintragung einer neuen Grundschuld über 5,2 Millionen Schilling. Brocksch hat also umgehend einen Gewinn zu verbuchen. Da nun die Optiko in die Insolvenz geht und sowohl der Privatinvestor als auch das Land Niederösterreich zig Millionen verlieren, wird der bisher in Oberhöflein gelagerte Schrott nach Pisting transportiert. Verteidigungsminister Lütgendorf stellt hierzu Transportmittel des Bundesheers großzügig zur Verfügung. Kaum ist der Metallmüll am neuen Ort, verkündet Brocksch, dass das mit der Marmeladenfabrik doch nicht ganz so leiwert sei. Eigentlich möchte er lieber in Sachen Atom, das ist Mitte der 1970er Jahre, ganz große Mode machen. Die zur Harzproduktion gehörende Pinosa GmbH soll sich auf dem Gelände ansiedeln und eine Uranerzaufbereitungsanlage entwickeln. Und wirklich, im Laufe des Jahres 1975 fallen Heerscharen italienischer Arbeiter in Pisting ein und beginnen unter größter Geheimhaltung, es geht immerhin um sicherheitsrelevante Hightech, mit den Arbeiten. Diese bestehen im Wesentlichen aus der Entrostung und Neulackierung der aus Oberhöflein herbeigekarrten Reste der Kohleanlage. Der aufgehübschte Schrott wird anschließend nach Italien verbracht, dort als Anlagekomponenten an die Schweizer Zapata verkauft, die alles wieder nach Wien, deklariert als Steinbrecheranlage, in das Zollfreigebiet verbringen lässt. Mit diesem Ringelspül wird aus Müll Gold und die Herkunft der Anlage verschleiert. Von Juni 1975 bis Mai 1976 bleibt die Anlage zunächst in Wien eingelagert. Eine Großanlage ohne technische Unterlagen und Dokumentation. Und so wie aus einer abgewrackten Steinkohlebrechanlage ein komplexes System zur Uranerzaufarbeitung wird, kümmert sich Zuckerbäcker Brocksch auch um diese Herausforderung. Die technischen Zeichnungen der Originalanlage werden kurzerhand mit dem Zapata-Logo versehen, einige Zeichnungsnummern und Namen geändert und schon hat man eine entsprechende Darstellung, die Fachleute zwar umgehend als Fake erkennen würden, doch diese Fachleute sind selbstverständlich weit und breit nicht zu sehen. Das Blendwerk wird durch dreist kopierte Prospekte einer kanadischen Fachfirma komplettiert. Nun braucht es eigentlich nur noch einen Käufer. Da Brocksch bereits vor Jahren über einen Hongkonger Strohmann eine Firma in der britischen Kronkolonie eröffnet hat, ist auch dies kein Problem. Die North Pacific Trading Ltd., ein Unternehmen mit einem Stammkapital von beeindruckenden 2,50 Euro, erwirbt im Mai 1976 um mehrere hundert Millionen Schilling die im Auftrag der Zapata durch die Pinosa GmbH produzierte Uranerzaufbereitungsanlage. Damit alles seine Richtigkeit hat, kommt es im Vorfeld des Geschäfts zu intensivem Schriftverkehr zwischen den Unternehmen, wobei alle Schreiben in Wien angefertigt an die jeweiligen Versender geschickt werden, die diese dann auf dem entsprechenden Briefpapier kopieren und wiederum versenden.
Spätestens im April 1976 ist klar, dass Brocksch ein wirklich großes Ding nicht nur plant, sondern auch realisieren will. Informell bespricht er mit dem designierten Generaldirektor der BVL, dass eine seiner Firmen eine Hightech-Anlage nach Fernost verkaufen wird und der Transport müsste zu versichern sein. Da die Anlage im Bereich Atomtechnologie angesiedelt wäre, sei äußerste Diskretion unabdingbar, wollte man nicht riskieren, dass ausländische Geheimdienste davon Wind bekämen und die Sache sabotierten. Am 6. Mai 1976 beginnt daraufhin Hans-Peter Daimler, ausgestattet mit dem Titel eines Generaldirektors der Zapata AG, in Wien die formalen Verhandlungen mit der Assekuranz. Die Versicherung stellt eine Police über den Transport von Großmaschinen und Konstruktionsbestandteilen, Laboratoriumseinrichtungen und Zusatzausrüstungen aus. Gesamtwert 212 Millionen Schilling, das sind ca. 84 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ware bereits aus Wien nach Italien, genau in den Hafen von Chioggia, verbracht worden. Deklariert als Teile einer Anlage zur Aufbereitung von Mineralien. Im Juli 1976 bittet Brocksch seinen Freund Verteidigungsminister Lütgendorf um Erlaubnis, auf dem Truppenübungsplatz Hochfilzen einen Film drehen zu dürfen. Das Machwerk soll dem libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi davon überzeugen, ein von Brocksch entwickeltes System zur Fertigung von Sperranlagen aus Plastik zu erwerben. Damit der Libyer sieht, wie wunderbar das alles funktioniert, werden unter Aufsicht des verantwortlichen Sprengmeisters, Hauptmann Johannes Edelmeier, Detonationsversuche durchgeführt, während Soldaten zum allgemeinen Gaudium mit ihren Panzern über Plastikbunker brechen. Bei dem ganzen Spaß fällt gar nicht auf, dass unerhebliche Mengen von Sprengstoff verschwinden. Über italienische Kontakte wird die Briefkastenfirma Cocco del Mar mit dem Transport der Uranerzaufbereitungsanlage nach Fernost beauftragt. Diese chartert bei einer renommierten niederländischen Reederei die 1966 vom Stapel gelaufene und 1976 general überholte Lucona. Brocksch und Daimler sorgen intensiv dafür, dass die Verladung, die vom 4. bis 6. Jänner 1977 erfolgt, von möglichst vielen Menschen bezeugt werden kann. Man lädt Bürgermeister Graz ein und zeigt ihm die seit Wien verplombten Kisten. Man karrt zudem einen chinesischen Sachverständigen, der in Wirklichkeit ein japanischer Mitarbeiter der Demelküche ist, heran, der die ordnungsgemäße Verladung namens der NPD bestätigt. Niemand schaut in die Kisten. Warum auch? Und warum sollte man sich darüber wundern, dass Hauptmann Edelmeier, der Sprengmeister aus Hochfilzhofen, ausgerechnet in dieser Zeit und auf Einladung Brocks Urlaub in unmittelbarer Nähe des Verladehafens macht? Aus welchem Grund sollte es Fragen aufwerfen, dass Brocksch ein Riesentheater veranstaltet, als er darauf beharrt, dass zwei zylindrische Maschinenteile direkt unter dem Vorderdeck platziert werden? Wieso soll ein Unternehmer nicht darauf bestehen, dass ihm täglich eine Positions- und Geschwindigkeitsangabe durch den Kapitän zugesandt wird? Das ist alles ganz normal. Hier gibt's nichts zu sehen, geht's weiter. Am Morgen des 6. Jänner 1977 läuft die Lucona aus. Dank hervorragender Wetterbedingungen erreicht sie bereits 4 Tage später Port Said. Das ist viel rascher als geplant. Schade, dass die Überweisung der Gebühr zur Passage des Suezkanals sich dann ganze 3 Tage hinzieht und so der Vorsprung wieder weg ist. Und sicher gibt es einen guten Grund für die Cocco del Mar am 17. Jänner, als die Lucona viel schneller durch das Rote Meer gekommen ist, darauf zu bestehen, dass in Djibouti Kraftstoff aufgenommen wird, obwohl das nicht notwendig ist und einen Tag Verzögerung bedeutet. Sonntag, 23. Jänner 1977. Mitten im Indischen Ozean. Das Wetter ist herrlich. Einige Matrosen sonnen sich auf dem oberhalb des Laderaums linken Vorderdeck. Die sich an Bord befindliche Ehefrau des Kapitäns strickt an einem Babygewand für den Nachwuchs eines der Matrosen, während Kapitän Püsters in seiner Kabine ein Schläfchen hält.
Auf der Brücke steht der Steuermann und schaut gelangweilt der automatischen Steuerung zu, die das Schiff in Richtung Minicoy lenkt. 16 Uhr Ortszeit. Unvermittelt zerbirst mit einem infernalischen Knall das Vorderdeck und tötet die sich dort Sondenmänner. Die sich im Steuerhaus befindliche Kapitänsgattin wird durch den Raum geschleudert, während dem Steuermann, der im Moment der Explosion aus dem Fenster sieht, ein Glassplitter ins Auge geschossen wird und er gleichzeitig mit solcher Wucht gegen die Wand knallt, dass er sich schwerste Quetschungen am Oberkörper zuzieht. Der Kapitän stürzt aus seiner Kabine und sieht, wie der Bug seines Schiffes sich unter die Wasserlinie schiebt. Rasch ist klar, das Schiff ist verloren. Es gelingt ein Boot und ein halb zerstörtes Schlauchboot fertig zu machen, als die Lukona bereits in den Tiefen des Indischen Ozeans verschwindet. Wie durch ein Wunder schaffen es 6 Menschen, darunter der Kapitän, seine Frau und der Steuermann, sich zu retten, während 5 Besatzungsmitglieder und die Verlobte des Chefmaschinisten, die ihre erste Seefahrt auf der Lukona machte, sterben. 10 Stunden später nimmt der türkische Öltanker Sapen 1 die teilweise schwer verletzten Schiffbrüchigen auf und bringt sie in den Hafen von Aden. Am 24. Jänner gegen 10:30 wird der Statthalter der Coco del Mar telefonisch über den Untergang der Lukona und die glückliche Rettung von Teilen der Mannschaft informiert. Daraufhin begibt er sich zu einem zufällig bereits geplanten Treffen der Zapata AG, der NPD LTD und der Pinosa in der Schweiz. Der NPD-Strohmann ist ebenfalls ein Zufall natürlich, schon einige Tage zuvor angereist, während Brocksch und Daimler am frühen Morgen des 24. aus Österreich aufgebrochen sind. Natürlich sind alle so schockiert und überrascht von der Nachricht, dass sie umgehend den bereits vor Tagen mit einer Vollmacht ausgestatteten Rechtsanwalt der Zapata beauftragen, sich mit der BVB hinsichtlich der Schadensregulierung in Verbindung zu setzen. Dass 6 Menschen die Katastrophe überlebt und in allen Details schildern können, ist selbstverständlich ein großes Glück, nur so wird Brocksch in den kommenden Tagen des Öfteren fallen lassen, wäre es sicherlich gefährlich für die Zeugen, sollte, wie er vermutet, ein ausländischer Geheimdienst hinter der Sache stecken, der diese Zeugen vielleicht lieber beseitigt wissen wolle. Diese Mitteilung versetzt, womit Brocksch natürlich nicht rechnen konnte, die traumatisierten Opfer in Angst und Schrecken. Es ist daher komplett unerwartet, dass sich die Schiffsbrüchigen wenige Tage später wieder in den Niederlanden nicht mehr an eine Explosion, sondern lediglich an laute Knalle erinnern. Der Mensch lebt durch den Kopf. Sein Kopf reicht ihm nicht. Club 45 Mitglied und Anwalt der SPÖ, Heinz Damian, nimmt Kontakt zur Bundesländerversicherung auf und fordert bereits am 31. Jänner, noch gibt es weder einen Abschlussbericht zum Untergang noch offizielle Unterlagen, die Überweisung einer ersten Abschlagszahlung von 100 Millionen Schilling. Die Versicherung, ob des forschen Vorgehens der Zapata nur verhalten begeistert, reagiert durch die Vergabe eines Mandats an den ÖVP-nahen Anwalt Werner Masse. Damit sind die Lager klar. Rot gegen Schwarz. Aus einer Versicherungssache wird ein Politikum. Und dieses Politikum wird die Zweite Republik noch bis 1990 in Atem halten. Doch dazu mehr im zweiten Teil. Ich bin ja dafür, wo man bescheißen kann, soll man bescheißen. Und ich bin dafür, solange es die Handelsspanne gibt, braucht man nicht kriminell werden. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Darum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug.